Hallo, mein Name ist Mayo Gutbel. Ich bin Dozentin für die Paracelsus-Schule und bin Heilpraktikerin und Ayurveda-Therapeutin in eigener Praxis in Prien am Chiemsee. Ich möchte Ihnen heute mein Seminar, die ayurvedische Ganzkörpermassage, vorstellen. Ayurveda ist die älteste Heilkunst dieser Welt. Man vermutet 5000 Jahre alt. Es bedeutet übersetzt das Wissen vom langen und gesunden Leben. Bei mir im Seminar, wenn Sie die Ganzkörpermassage, die ayurvedische Ganzkörpermassage lernen, die Abhyanga, lernen Sie gleichzeitig drei weitere Teilmassagen, nämlich die Kopfmassage, Kopf und Gesicht, Mukha Abhyanga, auch die Hals-, Kopf-, Nacken-, Schultermassage, Shiro Abhyanga. Und als letztes, sehr wichtig, die Fußmassage, die im Ayurveda Padabhyanga heißt. Die gute Nachricht ist, dass es leicht ist, ayurvedische Massage zu lernen, weil die Technik nicht im Vordergrund steht. Wichtiger ist die Gespürigkeit in den Händen und bestimmte Energiezentren, sogenannte Mamas, die kleine Kontaktenergiezentren darstellen, aufzuspüren. Und im Größeren sind das die energetischen Chakren. Grundsätzlich ist bei dieser Ausbildung jeder willkommen, der Ayurveda lernen möchte, sei es zu privaten Zwecken oder beruflichen Gründen, wie zum Beispiel auch für Therapeuten in anderen Bereichen, für Yogalehrer, für Meditationslehrer und auch besonders für Kosmetikerinnen und alle Menschen, die gerne im Wellnessbereich arbeiten möchten. Ich persönlich hatte das große Glück, vor über 20 Jahren meinem indischen Lehrer, der mich ausgebildet hat in ayurvedischer Massage, hier im Chiemgau treffen zu können. Ich war vorher schon Heilpraktikerin und ausgebildet in TCM und vielen anderen Verfahren. Ich bin meinem Lehrer sehr dankbar, dass er mir das Ayurveda so originalgetreu nahegebracht hat. Ich fühle mich berufen, Ayurveda weiterzugeben, weil ich es so gründlich gelernt habe und weil ich wirklich den tieferen Sinn von Ayurveda empfinden kann durch meinen Lehrer und möchte das auch meinen Schülern weitergeben, dieses originalgetreue Ayurveda. Ich würde mich freuen, in einem meiner nächsten Seminare Sie als Auszubildende zu begrüßen und bis dahin wünsche ich Ihnen im Sinne von Ayurveda ein langes und gesundes Leben.